Action am 120 Meter Loch. Seltene Fische, die hereingehen, Brocken, die hereingehen. Nicht ganz die Wahnsinnsfrequenz, aber es lohnt sich. Also direkt weiter testen. Ich habe hier das nächste Viech im Drill. Keine Ahnung, was es hier ist. Wir haben gerade Wetterwechsel. Bis eben war es hier schön entspannt und Sonnenschein. Also wirklich gutes Wetter die ganze Zeit gewesen. Jetzt gerade hier in den Abendstunden wird es regnerisch noch ein bisschen. Aber ja, auch das liefert bestimmt noch. Der Brocken ist jetzt hier schon ein bisschen länger drin. Ich bin relativ entspannt hier mit der kleinen Übersetzung gerade unterwegs. Wobei jetzt ein bisschen können wir wieder Gas geben. Ah, können wir nicht. Also immer mal wieder ein paar Brocken dabei, die eben auch, ja, ich sag mal, gut abziehen können und auch wirklich viel Spielerei machen. Gerade einen Heilbutter drauf gehabt und kurz davor jetzt hier gerade auch noch einen Schwertfisch mit über 60 Kilo. Auch nicht so schlecht. Ging auch ganz gut raus, also war jetzt nicht so ganz problematisch. Natürlich macht er heftige Kopfschläge zwischendurch, dass man fast sogar Spannungsverlust hat. Dementsprechend dann zwischendurch immer mal wieder auf schnelles Einkurbeln wechseln. Wenn dann wieder Druck kommt, zack, wieder der Wechsel auf diesen langsamen Übersetzungsmodus und dann wieder mit dem Kraftmodus nach oben ziehen. Ich bin momentan dahin rübergegangen, einfach auf 29 das Ganze zu lassen, so ein bisschen mehr halt in die Bremse auch zu gehen, seltener eben dann zuzumachen, ne? Also es gibt immer wieder Momente, wo man sagt, okay, ich mache einfach mal wieder dicht. Oder man macht dann auch einfach mal Stopp, dass man nicht dieses automatische Einkurbeln die ganze Zeit hat, sondern dann einfach hier bei der hohen Spannung einfach mal hält und wartet und wartet und wartet. Und irgendwann denkt sich der Fisch, oh, komm. Und dann kann man schön mit dem Tempogang nochmal wieder ein bisschen nachziehen. Siehste. Und dann lüppt das auf einmal. Irgendwann lässt der Fisch einfach nach. Das heißt, er dreht sich mit dem Kopf die ganze Zeit zur Seite. Er will nicht, er will nicht, er will weg, er will weg, er will weg. Er versucht und irgendwann hat er keine Kraft mehr. Dreht sich mit dem Kopf wieder nach oben. Und dann kann man ihn einfach whoop, hochziehen wieder. Und gut ist, easy. Darf man natürlich dann auch also immer schön die Spannung zwar halten. Nicht weiter kurbeln. Einfach nur halten. Und dann geht's weiter. Zack. Also, so eigentlich die leichteste Möglichkeit. Also nicht einfach knaller durchkurbeln bis in den roten Bereich, sondern einfach zwischendurch mal eine Pause machen, dann wieder hochkurbeln. Der Fisch gibt schon nach. Irgendwann können sie halt nicht mehr dagegen halten. Die versuchen ja jetzt die ganze Zeit, wenn der Fisch quasi nach oben steht, versucht er die ganze Zeit wegzudrehen, auszuweichen, wegzuschwimmen. Sobald er halt in der waagerechten ist, hat er keine Chance. Aber solange er in der senkrechten ist, können wir ihn halt super ziehen und die versuchen halt immer wegzudrehen und dagegen zu halten. Und sobald die halt in dieser Kippbewegung sind, entweder mit der Kippbewegung ziehen, dass er dann wieder quasi einen flacheren Winkel kriegt und man ihn wieder hochkriegt, oder eben einfach halten, nicht weiterziehen und dann kommt er auch irgendwann einfach rauf. So, gucken wir mal, was jetzt hier reingeht. Und da haben wir sie, die letzten 5 Meter. Gucken wir schon mal nach unten. Was haben wir da? Na? Was ist denn Ditte? Haben wir schon... Nee, ich dachte schon. Ich dachte gerade schon. Wieder ein Heilbutt. Der sah so flach aus. So schräg und hell. Na, der nächste Heilbutt. Also, Heilbutt. Schwertfisch. Richtig, richtig nice. 62 Kilo. Ich bin sehr gespannt, was der bringt. Ich blende auch gleich am besten nochmal kurz das große Bild ein. Da sehen wir dann auch die fetten XP. Alter Falter. Das lohnt natürlich. Schönes Teil. Dicke, fette XP-se. Und silbermäßig gucken wir da natürlich auch gleich noch rein. Also, was das Ganze denn so bringt. Ja, an für sich, ich bin die ganze Zeit quasi hier in diesem Würfelchen. Also, wenn wir den großen Würfel in kleinere Würfel, vielleicht so Viertel unterteilen und die dann vielleicht nochmal, also quasi alles immer kleiner würfeln, dann bin ich gerade hier in diesem Bereich unterwegs. Fahre eigentlich in der Regel vom Fjord aus direkt gerade runter, immer direkt hier neben, also in diese Area, denn hier ist es eigentlich auch vom Untergrund immer ganz interessant. Gerade nochmal eben ausrichten. Halt, falsche Richtung.
So. Mal eben drehen. Genau hier wollen wir hin. Vielleicht sogar noch wieder ein bisschen hoch. Genau, so ungefähr. Genau hier haben wir dann nämlich diese Kante. Genau den Bereich hier. Da sind auch wieder große Spots. Also direkt auswerfen. Schlammiger Untergrund. Das wollen wir haben. Denn auf dem schlammigen Untergrund, das hier mit den Zacken, da finden wir auch immer wieder die Längs. Also Blaulängen, der normale Längen und so weiter. Oder vielleicht auch mal hier die Seehechte werden natürlich hier auch gefangen. Die Rotbarsche und die Seewölfe. Auch die haben wir hier immer mal wieder. So, und zack, sofort zumachen. 118 Meter, beziehungsweise auf 120. Sobald 120 umswitcht, wenn man hier mit der bunten Schnur unterwegs ist, sofort. Sobald die 120 da ist, klack, sofort zumachen. Dann noch vielleicht zweimal kurbeln, dass man so ein bisschen mehr über Grundnähe ist. Und dann kann man eben Grundnähe und raus aus der Grundnähe und rein. Also das ist eigentlich immer so die Höhe, dass man eben knapp in der Grundnähe ist und dann im Pilken ist und wieder in der Grundnähe. Dann hat man einfach schön so einen schönen doppelten Effekt. Man klatscht nicht die ganze Zeit auf dem Untergrund. Also man ist von der Höhe mit so knapp 2 Metern über der eigentlich angesagten Höhe, glaube ich, mit am besten unterwegs. War jetzt für mich in letzter Zeit einfach so der beste, ja, die beste Höhe. Immer so knapp 2 Meter über der Höhe, die quasi angezeigt wird. Die genaue Anzeige, wo wir hier sind, die finden wir ja hier oben. Also exakt die 120 Meter jetzt hier auch gerade an der Tiefe. Und wenn dann sich das so ein bisschen ändert, dann kann man das immer noch so ein bisschen variieren, also einfach mal kurz den Bügel aufmachen, absinken oder wieder ein bisschen einkurbeln, dann lübt das auch. Ja, Wetterwechsel kickt einfach anders rein. Ich habe jetzt lange probiert, mit dem roten, bei diesem schlechten Wetter, mit dem roten großen Gummifisch und es war richtig mies. Dann habe ich jetzt andere Farben getestet. Ich habe den schwarzen probiert, ich habe den dunkelblauen probiert. Geht so. Dunkelblau hat vielleicht noch ein bisschen was geliefert. Wir gucken gleich nochmal kurz rein in den Kescher. Und jetzt gerade nochmal auf den hellblauen gewechselt. Und der liefert auf einmal hier bei dem Regenwetter den ersten Blauling. Und auch hier jetzt direkt nach wenig Rumgezubbel auch wieder auf einmal den nächsten Brocken. Keine Ahnung, was es wird. Also ich bin gespannt, ob sich vielleicht auch einfach mal wieder, ja, eigentlich bestätigt, dass verschiedene Wetterverhältnisse mit verschiedenen Farben der Köder einfach mal besser oder schlechter funktionieren. Wenn dir das aufgefallen ist, auch gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben, was so deine liebsten Farben sind am Meer. Ja, jetzt vielleicht bei diesem großen Gummifisch, je nach Wetter, ne? Also Sonnenschein, Regen bzw. bewölkt. Ich habe stark den Eindruck, dass das beeinflusst, also wirklich heftig beeinflusst. Ich hatte das beim letzten Mal auch schon getestet, wo ich an dieser Passage hier unterwegs war. Da war das auch ganz heftig von den Unterschieden. Mal war es der weiß-rote, der besser lief. Mal war es der ganz rote, der deutlich besser lief. Und ja, eine Möglichkeit, das auch immer nachzuverfolgen ist, in dem Moment, na, was haben wir hier? Oha! Ein fetter Konga geht auch noch rein. Ah, nicht schlecht. Nehme ich auch gerne mit. 34,4. Sehr, sehr nice. Direkt wieder raus damit. Also, ich bin nach wie vor hier an der Stelle. Nach wie vor hier in der Area. Fahre immer wieder zurück in diesen Würfel hier sozusagen. Zwischen der, eigentlich begrenzt hier quasi die 1 ziemlich genau. Oberkante 1 und dann runter begrenzt genauso diese Area, in der ich hier unterwegs bin. Und ja, nach wie vor viel probiert. Das ist halt das Setup hier, komplett aufs 180er, schon ein bisschen verschlissen. Aber jetzt gerade der Original-Standard, auch nur mit einem 6-0er Haken, gar nicht verbessert. Einfach so ein bisschen aus Verzweiflung gerade hier den hellblauen genommen, weil einfach nichts lief. Also es lief einfach gerade von diesen anderen üblichen zu wenig. Ach, guck mal, der Konga war sogar ein Wochenrekord, nicht schlecht. Also, gar nicht verkehrt, aber es ist ja auch Montag, da kann ja noch einiges passieren.
Zack, direkt wieder rein hier. Bisschen Spannung aufbauen auf 118 Meter und weitermachen. Ja, wir gucken gerade noch mal eben kurz rein. Also die 600er gerade die ganze Zeit verwendet. Also rot bei Sonnenschein, bei leichtem Sonnenschein hat wunderbar funktioniert heute. Den weiß-roten hatte ich nicht im Test. Blau hat ein bisschen geliefert, aber auch nicht so wirklich viel. Der Pinguin hat ein bisschen geliefert, aber viel zu klein. Da bin ich auch direkt wieder von weg. Und der schwarze war dann irgendwie auch nicht so der Burner. Und dann, wie gesagt, in der Verzweiflung einfach auch nochmal zurückerinnert. Gerade auch bei Gewässern wie Belaya oder sowas, also da, wo halt Kunstköder auch natürlich eine Rolle spielen, war das oder ist es auch häufig so, oder auch am Wolchow zum Beispiel, dass gerne mal bläuliche Köder bei schlechtem Wetter ganz gut funktionieren. So, und mit dem Background sozusagen einfach mal gedacht, komm, testen wir doch mal, was da geht. Hellblauer Gummifisch in groß und dann einfach mal gucken, ja, was da jetzt noch passiert. Also ich teste das jetzt noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, die ganze Zeit hier am 120er, nach wie vor auf 118, 119 Meter ungefähr von der Tiefe. Immer wieder schön pilken, Bewegung in Grundnähe und gucken, was reingeht. Wir gucken jetzt noch mal eben, was das Ganze denn hier so an Silber gebracht hat. Denn jetzt das ganze Testen ist natürlich, ja, mies von der Silberfrequenz her. Also das lohnt natürlich absolut nicht, wenn man nicht weiß, welcher Köder gerade attraktiv ist. Und das Raustesten, das kostet halt immer übelst Zeit und eigentlich dann auch Silber, ne? Ist natürlich deutlich angenehmer, wenn man mit einem funktionierenden Köder einfach sich die Happy Hour über an eine Stelle hinstellt und dann den Kescher vollballert. So, wir gucken mal eben kurz rein. Zack, U-Boot, eben nach Preisen sortieren. Klar, so ein Schwerti ist natürlich sehr angenehm. Zack, der Konga mit fast, ja, 450, 460 ist natürlich auch nicht schlecht. Also im Großen und Ganzen nicht verkehrt. Das hier waren die auf den blauen Gummifisch. Hier gucken wir gerade nochmal eben rein. Der Blau-Leng, der war auf dem 9er, Hashtag 9. Genau, der jetzt hier auf dem Hashtag 9 auch, also gar nicht so schlecht. Blauläng jetzt hier drauf, hellblau, Konga hier drauf in hellblau. Kann man also mal machen, gucken wir mal, wie es da weiter abgeht. Gerade nochmal eben reinschauen hier, der Schwertfisch war auf dem 18er. Also, da war der direkt am Anfang drauf, die Heilbutz allerdings auch und das auch eben bei schön Wetter. Also, das dann doch nochmal ein Riesenunterschied und danach war eben, ging es eben steil bergab. Ich glaube, man sieht es auch hier von der Zeit. Danach eben schon wieder Köder gewechselt, viel rumprobiert, wieder nichts, viel rumprobiert, Riesengap. Und jetzt endlich hier auf dem Blauen die nächsten Ergebnisse. Und ich teste noch weiter. Irgendwie muss das doch noch ein bisschen optimiert werden. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer zack ab 19 Uhr live auf YouTube und Twitch. Und im Moment sowieso jeden Tag ab 19 Uhr live. Erstmal schön angeln und an den anderen Tagen zwischendurch noch ein bisschen was anderes zocken. Bis dahin, Petri.